Wir sind hier mit zwei Einheiten der Seenotretter in Rotterdam, wo in diesem Jahr der Weltkongress der Seenotretter stattfindet. Alle 4 Jahre treffen wir uns irgendwo auf der Welt. Wir haben die Mitarbeiter dabei, die die Konzepte für die nächsten 20, 30 Jahre entwickeln in den verschiedenen Nationen. Und das können wir miteinander abstimmen und die Erfahrungen der Nationen auch untereinander austauschen. Über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, ist für uns selbstverständlich. Wenn auf der holländischen Seite der Grenze etwas stattfindet oder bei uns, dann kommen jeweils die anderen Kollegen rüber. Das ist an der Grenze nach zu Dänemark nicht anders, das ist an der Grenze zu Polen nicht anders. Und dann ist es immer gut, wenn man miteinander Kontakt hat. Also der digitale Austausch ist ja irgendwo immer mal möglich, aber so von Kollege zu Kollege zu reden, ist natürlich nochmal was anderes. Man sieht die anderen Techniken auf dem Booten selber, man kann das vielleicht auch mal anfassen oder kann sich einfach individueller und besser austauschen. Also es ist natürlich interessant, wie die anderen Fahrzeuge teilweise auch aufgebaut sind. Die anderen haben eine Steganlage, die sie aufblasen, rauslegen können. Die Holländer haben ihre Klappe hinten, um Personen aufnehmen zu können. Wir haben unsere Rescue-Zonen. Das sind schon verschiedene Arten, Personen zu bergen oder zu retten aus dem Wasser, die es interessant macht, das mal anzuschauen. Und vielleicht kann man was übernehmen. Die IMRF wurde 1924 auf der International Lifeboat Conference gegründet. Wir haben 130 Mitglieder in mehr als 50 Ländern. Darunter sind Hilfsorganisationen, Rettungsdienste wie die DGZS und auch staatliche Dienste wie die britische Küstenwache. Alle vereint das Ziel, Menschen weltweit aus Seenot zu retten. So I think the strength of Die Stärke der Seenotretter aus aller Welt ist, dass wir zusammenarbeiten. Das ist tief in uns allen verankert. Es geht nicht darum, ob eine Organisation größer oder besser ist oder über mehr Geld verfügen kann. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Wir wollen Menschen retten. Für die KNRM als Gastgeber ist es von großer Bedeutung, Menschen zusammenzubringen. Die große, weltweite Familie der Seenotretter zu vereinen. Uns ist es wirklich enorm wichtig, Kontakte mit den Crews aus anderen Ländern zu knüpfen, Ideen auszutauschen und die anderen Boote und ihre Arbeitsweisen kennenzulernen. Wir haben großartig bei den Übungen zusammengearbeitet. Wir haben eine Menge von den anderen gelernt. Es ist interessant, untereinander Informationen auszutauschen, zu sehen, wie die Vorgehensweisen der anderen Rettungsdienste sind. Es ist natürlich einfach, etwa per E-Mail über Dinge zu sprechen, die wir kennen. Aber wenn man an Bord geht, sieht man Dinge, die man nicht kennt. Man lernt Neues, was man vorher nicht als unterschiedlich wahrgenommen hat. So sieht man Sachen, die man demnächst auch gern auf dem eigenen Boot hätte. Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Wie holt ihr die Menschen aus dem Wasser? Wie versorgt ihr sie im Nachhinein? Wie macht ihr die Rettung? Wie sehen eure Geräte aus? Das kann man sich alles erklären lassen. Man darf ja alle Schiffe betreten und sich dort alles anschauen. Die IMRF arbeitet an vielen verschiedenen Projekten. Eines davon ist Women in SAR. Dabei geht es darum, mehr Frauen für den maritimen SAR-Bereich zu begeistern. We have so many, es gibt bereits viele gute Beispiele von Frauen, sowohl in der Geschichte als auch aktuell, die Vorbilder sind. Was wir aus der Vergangenheit lernen können, ist, dass es immer noch notwendig ist, Menschen aus Seenot zu retten. So war es vor 100 Jahren und auch schon vor 200 Jahren, als die KNRM und die INLI gegründet wurden. Also wenn wir heute auf diesem Schiff sind, dann wissen wir jetzt schon, dass nächste Schiffe dann ganz anders werden, weil der Fortschritt weitergeht. Und wenn man dann hinter und wieder den Blick zurückwirft auf so ein Ruderrettungsboot, dann weiß man, was für gewaltige Sprünge im Fortschritt wir gemacht haben und auch weitermachen werden. Man kann aber auch sagen, weitermachen müssen, um vorne in den Möglichkeiten dabei zu sein.